Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 158 Der Liebenswerte Zweiter Teil. Auf seinem Weg in die Bibliothek im vierten Stock, denn Severus wollte nachschauen, ob er etwas über Mr. Caledita herausfinden könnte, hielt er beim Anblick von Remus inne, der verträumt aus dem Fenster im Flur auf die verschneite Landschaft schaute. Severus erkannte an der Körperhaltung seines alten Mitschülers, dass etwas schwer auf ihm zu lasten schien, was ihm völlig egal sein könnte, doch er entschloss sich dazu, mit seinen Bösartigkeiten zurückzuhalten. Er nahm seinen Weg erneut auf und machte keinen Hehl aus seiner Präsenz. Remus wandte seinen Kopf, als er näher kommende Schritte hörte und Severus bemerkte. Was ein gekünsteltes Lächeln auf das Gesicht des Werwolfs zauberte, womit er gute Laune vortäuschen wollte. Hallo Severus. Lupin. Ein Kopfnicken folgte. Haben Sie in Ihrem Zimmer keine eigenen Fenster? Severus war davon überzeugt, dass diese Spitze nicht als Bösartigkeit gesehen werden würde. Habe ich, aber der Ausblick ist langweilig geworden, scherzte Remus zurück. Hermine ist nicht in ihrem Zimmer, falls du sie suchen solltest. Es war eindeutig gewesen, dass Remus sie hatte aufsuchen wollen, weswegen Severus erklärte. Sie ist noch bei Mr. Malfoy, um sein Kind zu bestaunen. Sein Kind? Remus machte sich gar nicht erst die Mühe, seine Überraschung zu vertuschen, denn die stand ihm ins Gesicht geschrieben. Ein wenig früh, oder? Ich glaube, 2,5 Wochen zu früh, aber es ist alles bestens. Severus wollte bereits seinen Weg fortführen. Da fragte Remus. Wohin gehst du? Gerade wollte Severus ihm an den Kopf werfen, dass ihn das nichts anzugehen habe. Da sagte Remus ihm zuvorkommend. Ich weiß, dass mich das nicht zu interessieren hat. Den Gang herunterblickend schien ihm ein Gedanke zu kommen, weswegen er fragte. Gehst du in die Bibliothek? Ganz recht, wenn Sie mich also entschuldigen. Ich komme mit. Ich war ewig nicht dort. Als Schüler hatte Remus viele schöne Stunden dort verbracht, etliche davon mit Linda und die meisten, wenn auch beide immer weit voneinander entfernt gesessen hatten, mit Severus. Da Severus ihm nicht folgte, blieb Remus stehen, um sich umzudrehen. Braune Augen blickten ihn skeptisch an, so dass Remus höflichkeitshalber fragte. Ich störe doch nicht. Wenn Sie 20 Meter Abstand halten... Er hob und senkte die Schultern. Dann nicht. Zusammen zur Bibliothek gehend, hielt Remus ein wenig Smalltalk. Nach was suchst du? Er hatte nicht mehr mit einer Antwort gerechnet, weswegen er umso erstaunter war, als Severus nach einigen Minuten preisgab. Nach Büchern von oder über einen Mann namens Corvinus Caledita. Oh, machte Remus begeistert. Der war hier mal Schüler. Abrupt blieb Severus stehen, während Remus noch 2 Schritte ging, bevor er die dunkel gekleidete Präsenz neben sich vermisste und sich umdrehte. Was, das wusstest du nicht? Nein, gab Severus zu. Ich kann wohl kaum über jede Person informiert sein, die seit der Gründung Hogwarts vor über 1000 Jahren bis heute hier als Schüler in Erscheinung getreten ist. Das wäre auch zu viel verlangt, flüsterte Remus bei. Ich weiß das auch nur von Poppy. Severus setzte sich wieder in Bewegung und forderte derweil Remus mit einem einzigen Blick auf, weiterzureden. Als ich damals dein Kollege hier war... Er spielte auf Harrys 3. Schuljahr an. Da waren die Erinnerungen an die versteinerten Schüler bei allen noch ganz frisch. Ich hatte mich erst mit Pomona darüber unterhalten. Diese Vorfälle hatten mich interessiert. Das kommt ja nicht alle Tage vor. Später hat Poppy mir noch einiges erzählen können. Sie hatte von dem Basilisk in der Kammer des Schreckens gesprochen. Remus lächelte.
Deswegen war ich auch so wild drauf, das Tierchen mal mit eigenen Augen zu sehen. Severus schnaufte. Hört ihr doch weiterhin zu. Sie erwähnte, dass einer ihrer Vorgänger angeblich selbst mal einen Basilisk gezüchtet haben sollte. Aber sie wusste nicht, ob das nur eine Legende wäre oder der Wahrheit entsprach. Severus schutzte. Ja, Kalidita war für einige Zeit der Heiler in Hogwarts, aber nicht sehr lange. Dann wird es wohl Schulunterlagen von ihm geben. Vermutete Severus murmelnd. Es gibt doch ein Gemälde von ihm, warf Remus ein, weswegen Severus ihn erstaunt anblickte. Hängt in Poppys Büro, er spricht aber nicht, hat er nie. Ist es kein bewegliches? Doch, ist es, aber er spricht nicht, frag mich nicht warum. Die Bibliothek hatten sie erreicht. Severus öffnete die Flügeltür und ließ Remus als Ersten hineingehen. Völlig unerwartet fragte der Werwolf. Wie heißt Dracos Kind? Charles Erasmus. Erasmus, wiederholte Remus schätzend. Ich glaube, Arthur hatte einmal erwähnt, dass sein Vater... Severus vollendete den Satz. Ebenfalls so hieß, ja, ich weiß. Erasmus bedeutet der Liebenswerte. Wusstest du das? Fragte Remus, während er bereits die Bücher eines Regals überflog. Nein, aber dank Ihnen bin ich jetzt im Bilde. Erwiderte Severus gleichgültig, bevor er schnurstracks in die verbotene Abteilung marschierte. Remus folgte ihm unaufgefordert. Der Name Remus bedeutet... Unterbrechend wies Severus ihn zurecht, denn er sagte... Es bedeutet Ruder, das weiß ich. Ich bin nicht völlig unerfahren, was die lateinische Sprache betrifft, aber Vornamen und ihre Bedeutung interessieren mich nicht im geringsten. Ha, du machst deinem Namen alle Ehre, stichelte Remus belustigt, woraufhin er sich einen bösen Blick einfing, doch den schmetterte er mit einem breiten Lächeln einfach ab. Während beide durch die dunklen Gänge der verbotenen Abteilung schlenderten und die Buchtitel überflogen, da fragte Severus nebensächlich. Warum sind sie eigentlich noch in Hogwarts? Soweit ich darüber unterrichtet bin, ist Hogsmeade wieder zugänglich. Remus war offensichtlich verlegen, antwortete jedoch ehrlich. Ich bin nicht mehr bei Rosmerta beschäftigt. Severus schaute ihn mit gefühlskalter Miene an. Ich werde nachher mit Albus reden und darum bitten, noch einige Tage hier bleiben zu dürfen, bis ich eine neue bleibe. Die Stimme versagte und Remus hielt den Mund. Widmete sich gleich wieder den Büchern, doch man konnte ihm ansehen, dass er nur halb bei der Sache war. Ich bin mir sicher, begann Severus arrogant klingend, dass sich für sie ein Platz in der Küche finden würde. Im ersten Moment fühlte sich Remus gekränkt, doch im nächsten Augenblick erinnerte er sich daran, wie Severus eine ähnliche Bemerkung gemacht hatte, mit der er versteckt seine Kochkünste gelobt hatte. Sie sollten in Hogwarts anfangen, Lupin. Ich bin mir sicher, die Hauselfen könnten noch viel von ihnen lernen, hatte Severus damals in den drei Besen gesagt, nachdem er ihn und Hermine mit seiner Forelle hatte begeistern können. Ich denke, es würde vielen Eltern missfallen, einen Werwolf dauerhaft in Hogwarts zu wissen, sagte Remus kleinlaut, ohne Severus anzublicken. Das war schon einmal so gewesen. Ein seltsames Gefühl machte sich in Severus breit und er wagte es nicht, es als Schuld zu deuten. Denn er war es gewesen, der damals versehentlich vor seinen Slytherins hatte verlauten lassen, dass Professor Lupin an Lykanthropie leiden würde. Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie mich an. Remus blickte tatsächlich zu Severus hinüber. Ich bin ein Todesser und arbeite hier, ohne dass bisher auch nur ein einziger Brief von aufgebrachten Eltern eingetroffen ist. Du hast dein Merlin erster Klasse erhalten. Für Remus war das Grund genug, die Vergangenheit als Todesser vergessen zu können, doch für Severus reichte das offenbar nicht aus. Und dieser Orden soll all das, was ich jemals getan habe, einfach ausradiert haben? Ich bin immer noch der gleiche Mann wie vor Kriegsende. Es gibt Leute, begann Remus mit weicher Stimme, die das Gegenteil behaupten. Die da wären? Wollte Severus wissen. Die Lippen schürzend, hob Remus die Schultern und er senkte sie erst wieder, als er erzählte. Harry und Hermine, Draco, Albus hat damals schon immer mehr von dir gehalten als alle anderen. Einen Moment später fügte Remus mutig hinzu.
Ich denke übrigens auch, dass du dich verändert hast. Um seine Behauptung zu untermauern, gab er als Beispiel: Wir können miteinander reden und uns gleich gegenseitig an die Kehle. Mit ihrem Gefasel machen sie es mir sehr schwer, diesem durchaus noch vorhandenen Drang nicht nachzugeben, Lupin. Abrupt das Thema wechselnd, erinnerte Severus mit schroffem Ton daran. Am 7. Januar ist Vollmond. Ich erwarte Sie kommenden Montag für den ersten Trank. Als ob ich das vergessen würde, murmelte Remus amüsiert. Während Severus und Remus zusammen in der verbotenen Abteilung nach Büchern Ausschau hielten, die von Corvinus Calidita verfasst worden waren und von ihm handelten, betraten Harry, Ginny und Hermine deren Wohnzimmer in Hogwarts. »Willst du noch etwas bleiben, Mine?«, fragte Harry. »Nein, danke. Ich möchte ein wenig lesen«, erwiderte diese, denn sie hatten gestern, während sie mit Severus die Biografie bis in die tiefste Nacht hinein verschlungen hatte, keine Zeit gehabt, jedes Buch aufzuschlagen, welches sie heimlich vom Grimmelplatz mitgenommen hatte. In ihrem eigenen Wohnzimmer angelangt, fütterte sie zunächst Fellini, bevor sie in ihrem Schlafzimmerschrank nach dem Buch suchte, welches noch immer verkleinert in der Tasche der Hose verweilte, die sie gestern getragen hatte. Das Buch war in 0, nichts in seine ursprüngliche Größe zurückverwandelt und erst jetzt konnte sie erstmals den Titel lesen. »Leib und Seele«, murmelte sie leise, und sie hatte das überwältigende Gefühl, die Antwort auf all ihre Fragen in den Händen zu halten. Bevor sie es jedoch aufschlug, blätterte sie in dem Buch, das Severus ihr gegeben hatte, nachdem sie das erste Mal mit schwarzmagischen Büchern in Berührung gekommen war. Sie suchte in diesem Buch nach dem Titel Leib und Seele, um zu sehen, wie sie sich vor möglichen negativen Beeinflussungen schützen könnte, doch der Titel war nicht aufgeführt. Sie fragte sich, ob ein normaler Schutzzauber ausreichen würde, aber sie zögerte. Albus' Erklärung über eines seiner eigenen Bücher, mit dem man bestimmte Seitenzahlen nicht aufschlagen durfte, weil es einen sonst mit Haut und Haaren verschlingen würde, hielt sie davon ab, das Risiko unüberlegt einzugehen. Sie würde nicht Severus um Hilfe bitten, aber den Direktor. »Hermine, was kann ich für Sie tun?«, fragte Albus heiter, nachdem er ihr seine Bürotür geöffnet hatte. Sein üppiger, farbenfroher Umhang war mit beweglichen Motiven dekoriert. Zerplatzte Feuerwerkskörper. »Heute war Silvester«, dachte Hermine überrascht. Denn wie schon Weihnachten wollte sie sich auch Neujahr ungesehen an ihr vorbeischleichen. »Ich habe ein schwarzmagisches Buch, das ich gerne lesen würde. Aber ich weiß nicht, wie ich mich davor schützen muss, wenn ich überhaupt Vorkehrungen treffen muss. Ich dachte, Sie könnten mir vielleicht einen Hinweis geben, Albus.« »Ah, setzen Sie sich doch bitte. Einen Tee.« Hermine verneinte wortlos und legte besagtes Buch auf den Tisch, während sie Albus' Miene ganz genau beobachtete. Er schien es zu kennen, denn für einen Moment blickte er reumütig auf den Titel, bevor er leise seufzte. »Ich habe es einmal jemandem empfohlen«, sagte er beschämt. »Es hatte dieser Person das Leben gerettet, aber ich wünschte, es hätte einen anderen Weg gegeben.« Hermine brauchte gar nicht zu fragen, von welcher Person Albus sprach. »Dann können Sie mir sagen, wie ich es öffnen kann?« »Das Buch selbst kann geöffnet werden, ohne dass man etwas Schlimmes befürchten muss, denn es sind die Dinge, die darin behandelt werden, die auf den gesunden Geist einwirken können. Lesen Sie es mit innerem Abstand, Hermine, denn es werden Geheimnisse angeschnitten, die verborgen bleiben sollten. Mysterien, die nicht erklärt werden können, egal was der Text einem als Tatsache vorgaukelt.« »Warum ist es so ein schlechtes Buch?«, wollte sie wissen. »Ein Buch allein kann nicht schlecht sein. Es nur zu lesen verdirbt einen nicht, aber sollte man auch nur mit dem Gedanken spielen, eine der beschriebenen Handlungen in die Tat umsetzen zu wollen, dann könnte man sich sehr schnell als verloren bezeichnen.« »Forsch«, fragte sie. »Aber nicht für immer verloren, oder?« »Ich hätte vor einiger Zeit noch rigoros bejaht, Hermine.«
Er schenkte sich selbst einen Tee ein und sagte, während er die Zuckerwürfel in die Tasse fallen ließ: Doch wenn etwas einem völlig unbekannt ist, dann wird man sich schnell darüber bewusst, dass man die Antwort gar nicht kennen kann, und da man sie nicht kennt, kommt die Hoffnung ins Spiel. Davon sollte man immer reichlich in seinem Herzen haben. Er warf ihr ein freundliches Lächeln hinüber, welches sie ansteckte. Danke, Albus. Sie erhob sich bereits, doch er hielt sie mit einer Geste seiner Hand vom Gehen ab. Sagen Sie, Hermine, wie sind Sie in den Raum gelangt, der dieses Buch so viele Jahrhunderte vor neugierigen Blicken geschützt hatte? Sie blinzelte ein paar Mal, bevor sie sagte: Ich habe es im Grimmauldplatz gefunden. Harry hat mir erlaubt, ein paar Bücher aus der schwarzen Sammlung der Blacks auszuleihen. Ah, machte Albus erleichtert. Und ich dachte schon, Sie hätten einen Weg gefunden, den versteckten Raum in der Bibliothek zu betreten. Sie schnaufte. Ich wusste bisher nicht einmal, dass es dort, außer der verbotenen Abteilung, noch einen weiteren Raum gibt. Das muss auch niemand wissen. Es hätte mich sehr überrascht, wenn Sie diesen Raum nicht nur gefunden hätten, sondern auch in der Lage gewesen wären, den Eingang zu öffnen. Hermine lachte auf. Ich schaffe es nicht einmal, die Türe auf dem Dachboden zu öffnen, Albus. Konterte sie amüsiert und daher ein wenig unüberlegt, bevor sie sich erneut auf die Couch setzte und sich doch eine Tasse Tee einschenken ließ. Ja, ja, der Dachboden, sagte Albus murmelnd, als würde er in Erinnerungen schwelgen. Während er ihr einen Teller mit kleinen Kuchen reichte, warf er ein: Auch der gute Harry war einst vom Dachboden sehr angetan. Hermines kleine grauen Zellen klatschten in die Hände, als ihr ohne Umschweife nur eine einzige Begebenheit einfiel, in welche Harry vom Dachboden so fasziniert gewesen war. Mit großen Augen fragte sie, obwohl sie sich der Antwort sicher war: Ne, Herr Gap? Ja, mein alter Spiegel verweilt sicher auf dem Dachboden. Ich möchte nicht riskieren, dass eines der Kinder ihn findet und womöglich seine im Krieg verlorenen Eltern zu sehen bekommt. Solche Wunden müssen heilen und nicht mit unerfüllbaren Sehnsüchten aufgerissen werden. Es steht tatsächlich Nähegeb auf dem Dachboden? Sie war völlig verblüfft und weigerte sich momentan, bestimmte Ereignisse aus der Vergangenheit mit dieser Information verknüpfen zu wollen. Möchten Sie einen Blick hineinwerfen, Hermine? Die Versuchung war groß, sehr groß. Unsicher biss sich Hermine auf die Unterlippe und ihr Blick schweifte von ihrer Tasse zur kleinen Kuchentablette hinüber, bis sie aufblickte und Albus freundlichen, aber fragenden Gesichtsausdruck wahrnahm. Ich... Sie haderte mit sich selbst. Gern würde sie ihre Wünsche als magisch manifestiertes Bild sehen, doch die Angst war zu groß, etwas zu Gesicht zu bekommen, von dem sie wusste, dass es sich nicht erfüllen würde. Nein, ich möchte nicht hineinsehen. Über meine Wünsche und Ziele bin ich mir im Klaren. Viel leiser, murmelte sie. Denke ich jedenfalls. Sie überraschen mich und in gewisser Weise machen Sie mich stolz, Hermine. Weil sie sprachlos schienen, erklärte Albus: Sie sind die Erste, die dieses Angebot abgeschlagen hat. Niemand, nicht einmal ich selbst, konnte widerstehen, zumindest ein einziges Mal hineinzublicken. Was haben Sie gesehen? Wollte sie wissen. Albus schüttelte den Kopf, lächelte jedoch freundlich. Das, Hermine, werde ich Ihnen nicht anvertrauen, aber seien Sie unbesorgt, denn nach all den Jahren ist dieser Wunsch tatsächlich Wirklichkeit geworden. Auch wenn ich eine lange Zeit geglaubt hatte, diese Erfüllung wäre für mich unerreichbar. Sie wollte wissen, ob er nicht den Drang verspüre, noch einmal hineinzusehen. Nein, denn es gibt nur noch einen Wunsch, den ich habe, und der wird sich hoffentlich sehr bald ebenfalls verwirklichen. Gab er zuversichtlich wieder, doch ihr war nicht entgangen, dass er sie derweil eindringlich angesehen hatte. Das Buch wieder verkleinernd und in ihre Hosentasche steckend, machte sie sich auf den Weg zurück in ihr Quartier. Als sie im vierten Stock angelangt, auf erhobene Stimmen aufmerksam wurde. Sie näherte sich der Tür der Bibliothek, aus der die Stimmen zu kommen schienen. Sie hörte Severus nur leise und bösartig zischen,
Doch die laute Stimme erkannte sie ebenfalls. Es war Sirius gewesen. Mutig öffnete sie die Tür und stutzte, als sie auch Remus bemerkte, der weniger mit Worten, sondern mit beruhigenden Gesten versuchte, seinen aufgebrachten Freund zu beschwichtigen. Sie lauschte dem, was Sirius zu sagen hatte. Du hast es gestohlen, gib es zu, warf dieser Severus vor. Ich habe nicht mehr als das eine Buch, welches ich in meinen Händen hielt, aus dem Grimoire-Platz mitgenommen, verteidigte sich Severus, und in genau diesem Moment überkam sie ein Schuldgefühl. Machte sie, um die Aufmerksamkeit der drei Herren zu erlangen. Sie gingen einige Schritte auf die Männer zu und beichelte verlegen. Das zweite Buch hab ich mitgenommen, Sirius. Siehst du, sagte Remus erleichtert, während er einmal in die Hände klatschte. Es hat sich aufgeklärt. Du, Hermine? Sirius schien völlig verwundert zu sein. Warum nimmst du so ein Buch mit? Um welches, wenn ich fragen darf, handelt es sich denn? Wollte Severus wissen. Seine Gesichtsfarbe wurde noch bleicher, als man sie gewohnt war, während er sie mit skeptischem Blick musterte. Ausweichend erklärte sie: Ich war mit dem Buch eben bei Albus. Sirius schüttelte ernüchtert den Kopf. Warum willst du so etwas lesen? Es interessiert mich halt. Sollte als Antwort genügen, dachte sie. Du enttäuschst mich. Er hatte sehr ernst und vorwurfsvoll geklungen, doch Remus wollte Sirius umstimmen. Lass Hermine in Ruhe. Du hast doch gehört, dass er damit bei Albus war. So schlimm kann es doch nicht sein. Einmal zu Severus hinüberblickend, empfahl Remus an Sirius gewandt, eine Entschuldigung auszusprechen. Tut mir leid, Hermine, murmelte Sirius. Doch nicht bei Hermine. Sirius schaute seinen besten Freund an, blickte dann kurz zu Severus hinüber, bevor er an Remus gewandt, abwiegeln wollte. Komm schon, wenn Severus und Hermine als Einzige einen Raum betreten und danach ein schwarzmagisches Buch fehlt, wen würdest du als erstes verdächtigen? An Remus Gesichtsausdruck konnte man durchaus erkennen, dass er Sirius Gedankengänge nachvollziehen konnte, doch er nahm die Gelegenheit sehr gelassen, was das verschmitzte Lächeln untermalte. Aber er war es nun mal nicht. Schnaufend blickte Sirius zu Boden. Ein paar Mal tief durchatmend hob er den Kopf und richtete das Wort an Severus. Übertrieben höflich, mit einem Hauch von Spott, gab er seine Entschuldigung zum Besten, indem er sagte: Es tut mir leid, dass ich mit der für mich einzig logischen Erklärung falsch gelegen und dich zu Unrecht beschuldigt habe. Es ist immer wieder erheiternd, miterleben zu dürfen, begann Severus trocken, wie selten ein Gryffindor seinen Verstand gebraucht. Hey, warf Remus lächelnd ein. Wir sind momentan in der Überzahl. Eine Überzahl, die mir nicht gefährlich werden könnte, wenn ich nun darum bitten darf, alleingelassen zu werden. Er wartete keine Antwort ab, sondern entfernte sich von den Dreien und widmete sich wieder den Regalen und ihren Büchern. Warum bist du eigentlich hier? Fragte Remus. Doch bestimmt nicht nur, um Severus wegen Diebstahl zu bezichtigen. Sirius verneinte. Ich wollte erst dich und dann Harry und Ginny besuchen. Er warf Hermine einen Blick zu, der ihr verriet, dass er ihrem Ratschlag, seine Freunde öfters aufzusuchen, nachkommen wollte. Vielleicht könnten wir Silvester heute zusammen... Von dem nicht vollständig artikulierten Vorschlag sichtlich begeistert, sagte Remus. Ja, sicher. Ich werde Tonks Bescheid geben, dann können wir feiern. Aber es hat sicher nichts dagegen. Er wandte sich an Hermine. Wirst du auch zu Harry kommen oder hast du schon was anderes vor? Über seine Schulter schauend, erhaschte er noch einen Blick auf Severus, der gerade ein Buch aus dem Regal zog. Ich habe bisher nichts vor. Ich wollte noch ein wenig lesen, gestand Hermine. Im gleichen Moment wurde ihr bewusst, wie erbärmlich es sich anhören musste, dass sie für den Silvesterabend noch nicht einmal Pläne gemacht hatte. Bis wann willst du lesen? Bis 10 Minuten vor Mitternacht? Stichelte Remus. Du solltest mal entspannen. Ich werde heute Abend in die große Halle kommen und danach mit zu Harry. Vorher wollte Hermine noch einen Blick in das Buch Leib und Seele werfen, bei dessen Anblick weder Severus noch Albus unberührt geblieben waren.
In ihren Räumen legte sie sich Pergament, Tintenfass und Feder zurecht, falls sie sich etwas notieren wollte, bevor sie den schweren Deckel des sehr gebraucht aussehenden Buches öffnete. Als erstes bemerkte sie eine Widmung in wunderschön geschwungener Schrift. Es war ein Geschenk von Phineas Nigelius Black an seine Frau gewesen. Das Datum 1877 konnte man noch gut erkennen. Hermine vertrödelte keine Zeit damit, erst die Inhaltsangabe zu lesen. Sie begann sofort mit dem ersten Kapitel. Das Lesen fiel ihr jedoch schwer, denn immer wieder erinnerte sie sich an das Gespräch mit Albus. Besonders die Information, dass der Spiegel in der Hagib auf dem Dachboden zu finden wäre, bescherte ihr ein unbeschreibliches Gefühl, eine Mischung aus Unruhe und Herzklopfen. Sie wusste, dass Severus abends regelmäßig den Dachboden aufsuchte, aber jetzt ahnte sie auch, was ihn dazu bewegte. Die Buchstaben vor ihren Augen verschwammen, als sie sich ins Gedächtnis zurückrief, dass Severus sie genau dort gesehen haben will, auf dem Dachboden, auch wenn er das später dementiert hatte. Ohne es zu bemerken, begannen ihre Hände aufgeregt zu zittern. Sie konnte natürlich spekulieren und das Naheliegende einfach als Tatsache betrachten. Doch sie war sich nicht sicher, ob sie für das Ergebnis dieser Kombination bereit war. Zumindest rückte es ihn in ein ganz anderes Licht. Doch auch wenn sie im ersten Moment glaubte, nun mehr von ihm zu wissen, so machte es ihn gleichermaßen noch viel geheimnisumwitterter als schon zuvor. Sie seufzte und verbannte alle Gedanken, um sich auf den Text zu konzentrieren. Es stellte sich bald heraus, dass es sich um ein medizinisches Buch handelte, in welchem irreführende Diagnosemaßnahmen und dubiose Behandlungsmethoden beschrieben wurden. So wie man damals in der Muggelwelt anfangs noch sehr grobschlächtig und voreilig die Lobotomie angewandt hatte, mit der man in der Hoffnung auf Heilung leichtsinnig Teile des Gehirns zerstörte, so hatten die Heiler der magischen Welt früher unter anderem bei Gemütserkrankungen unterstützend zu Methoden gegriffen, die zur Folge hatten, dass zwar nicht alle Teile des Körpers unwiderruflich geschädigt wurden, dafür aber Teile der Seele. Ein eiskalter Schauer lief Hermine den Rücken hinunter. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.